Ich gewinne wie viel und der Richtige gewinnt. Das macht Spaß, geh ab, ab in der Luft, geh am Baum. Hallo Modellflieger und Modellbauer, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Bücker Jungmann ist ja fertig, habt ihr ja gesehen beim letzten Video. Ich habe sie noch nicht eingeflogen und der Motor ist auch noch nicht gelaufen, weil einfach das Wetter wirklich schlecht ist. Es ist kalt, es regnet, es ist windig und es ist kein Flugwetter. Ja, die Bücker Jungmann ist fertig und ihr fragt euch bestimmt, was als nächstes kommt. Ich habe vor, diesen Winter eine Curtis Jenny zu bauen. In Maßstab 1:2,6, das wäre 5 Meter Spannweite. Ich zeige euch mal ein paar schöne Bilder von den letzten Jennys, die ich gebaut habe. Die waren im Maßstab 1:3 mit 4,50 Meter Spannweite. Jetzt haben die beiden Jennys 5 Meter Spannweite und habe ich auch schon gebaut in der Größe. Die rote und die gelbe mit dem grauen Rumpf haben beide 5 Meter und 10. Ja, Jennys habe ich schon genug gebaut, ich glaube 25 Stück, und ich hatte eigentlich vor, keine Jenny mehr zu bauen, aber ich habe mir gedacht, ein DT ohne Jenny, das geht ja gar nicht. So. Also habe ich vor, nochmal eine Jenny zu bauen, und Johann hat mich gefragt, Mensch, wenn du eine baust, bau doch gleich für mich eine mit, und das mache ich. Ob ich jetzt eine baue oder zwei, das ist egal, die Maschinen sollen im April, Mai fertig werden. So, hier sehen wir einmal den Plan, den Rumpf von der Curtis Jenny. Wir haben hier eine Rumpflänge von 3,20 Meter mit Seitenleitwerk. Hier wird jetzt komplett das Seitenleitwerk aber abgenommen. Das heißt, wir haben hier eine Rumpflänge von 2,98 Meter. Also kriege ich noch sehr gut in meinen Bulli rein, die Maschine. Ja, Curtis Jenny ist der Lieblingsdoppeldecker von meiner Frau Tanja. Dieses Flugzeug mag sie am liebsten leiden und sie sagt, das ist einfach der schönste Doppeldecker, die Jenny. Und der Andreas Jansen fliegt ja meine 7 Meter Jenny immer erfolgreich auf der Prowing oder auf den Flugtagen. Und was für Motoren hier eingebaut werden sollen, weiß ich noch nicht. Entweder den Wallach Zweizylinder-Reihenmotor oder den ZG62 mit Getriebe. Ja, Material hole ich nächste Woche von Herdegen und dann wollen wir mal sehen, wie weit ich komme. Videos kommen natürlich vom Baubericht. Ja, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.